Darf ich Claudia sagen? Sehr gerne. Dann sage ich Jörg, oder? Ja, absolut. Es ist so schade, dass wir uns in der Seestadt anscheinend nicht kennengelernt haben. Da Nein. war, oder ich fange jetzt mal woanders an. Eben, ich schreibe ja eine schöne Biografie-Chronik über die Seestadt. Ja. Und da bin ich jetzt zum Beispiel auf einen Bericht gestoßen vom Johannes Thovat, das zwar auf Schwedisch geschrieben ist, aber ich verstehe ein bisschen Schwedisch, und da ist irgendwo drin gestanden, dass du von 2004 bis 2015 eigentlich die, also ebenso habe ich es interpretiert, eigentlich die Hauptansprechpartnerin warst von 3420 für die Seestadt. Stimmt das? Ich war ich hab begonnen, ja, 2003, 2004 mit dem Westset, weil damals war es ja noch so, viele Masterplaner haben sich als Künstler verstanden und haben gesagt, ich zeichne da etwas auf und dann muss es so umgesetzt werden, wie man das vorstellt. Und der Johannes hat ja eher diese schwedische Mentalität, das war natürlich auch genau richtig, dass man über die Dinge diskutiert, dass man sie testet, dass man unterschiedliche Wege geht, dass man nicht immer einer Meinung sein muss. Darum wundert mich das von Karl Finkelkraut, weil dass er das so wahrgenommen hat, das tut mir fast leid. Genau. Ja, das, meine, vielleicht ist das auch eine spätere Reflexion, das weiß man ja eh nie genau, warum dann so eine Aussage getätigt wurde und ob sie dann zu 100% stimmt. Das ist ja, Ja. also es ist mehr so ein, ich finde es interessant, einfach alles mal zu hören, weil das macht dann die Geschichte spannend. Wer aber war schlussendlich der Urvater der Seestadt? War das der Norbert Scheel oder wer ist eigentlich als erster mit einer Art Vision gekommen? Ich glaube, das ist der Bernd Riesland. Der war damals Geschäftsführer in der heute Wirtschaftsagentur. Damals hieß noch Wiener Wirtschaftsförderungsfonds. Und hat gesehen, dass er da wahnsinnig viel Grundstücke in seinem Portfolio hat und hat dann begonnen, in seinem Unternehmen gemeinsam mit dem Michael Rosenberger, der ist, finde ich, auch noch ein wichtiger Verbündeter immer gewesen, erste Überlegungen zu machen. Und das ist dann, und da ist er dann zugegangen eben auf den Christoph Stadlhuber. Und dann, glaube ich, war relativ bald der Kurt Hofstetter irgendwie das mit vom Boot, der ja damals diese Supernau betreut hat. Aber ich würd sagen, es ist der Bernd Riesland. Und wie hat das in den Bezirk trotzdem reingewirkt? Ich nehme an, das musste man ja auch mit dem Norbert Scheel, der Ja, war genau, der war natürlich auch total wichtig und es gab. Jeder, der ihn gekannt hat, ist immer noch traurig, dass wir ihn nicht mehr haben. Der war auch super wichtig, weil er ja halt auch jung, modern und frisch und auch das Interesse hatte, einen anderen Zugang zu haben. Und uns dann auch mitunter in kritischen Situationen auch geholfen hat, wenn es einmal ein bisschen mehr im Gebälk gewirscht hat. War ja schon einer, der dann nicht gleich gesagt hat, das kümmert mich jetzt nichts und ist mir egal, sondern er hat sehr viel Interesse gehabt an der Seestadt. Drum schön, wir werden den Norbert Schedwald, ja, der Ja. wird da super. Ne? Also drum, Wien für mich ist wirklich die lebenswerteste Stadt. Das gibt es sonst nirgends, dass so viel Soziales und Ja. ja, als Schweizer von einem kleinen Land ist Wien schon mal die erste Überforderung und jetzt kommt noch eine neue Stadt in der Stadt. Ja, du, ich Aber kann mich erinnern, wir haben viele Exkursionen immer gehabt und sie haben ja nach wie vor viel, glaube ich. Und Holländer waren einmal da und denen haben wir immer erklärt, na, wie das funktioniert und mit dem sozialen Wohnungsbau in Wien. Die waren völlig, die haben gesagt, das ist ja wie im Kommunismus. Habe ich gesagt, naja, ja, irgendwie ein bisschen schon. Aber, also, das ist schon ein sehr eigenes System, ja. Das nicht immer nur Vorteile hat, aber schon auch, muss man sagen, viele, viele Vorteile bringt. eben, ich habe selber so viel miterlebt, wie zum Beispiel kurz für dich eine Anekdote mit dem Kurt Hofstetter. Das ist ja eh einer meiner Lieblinge in der Seestadt. Ja. Die Seeeröffnung war 2000. 16, genau. Erst dann war ja die offizielle Eröffnung vom See.
Und ich mag mich noch gut erinnern, weil ich zuvorderst am See ja lebe, bin ich immer mit dem Bademantel runter zum See. Super, wo kann man das? Und Ja. vielfach habe ich den See für mich alleine, frühmorgens sowieso, da geht ja fast keiner rein. Und dann stand da unten der Kurt Hofstetter und hat gesagt, nein, nein, der See ist noch nicht eröffnet. Und da müssen wir immer drüber lachen, wenn wir uns sehen, eben, das ist unsere Verbindung. So, jetzt ist mir der Name eingefallen, Manfred Schönfeld, was? Manfred Genau. Schönfeld. Genau. Findet man den irgendwo? Ja, der war in der MA 21 und dann, glaube ich, war er in der Baudirektion und ist eben, da ist dem Kurt dann mal eine Zeit lang gesundheitlich nicht gut gegangen, da ist er eingesprungen. Ja gut, zu viele Leute kann ich eh nicht anbeinen, sonst verzettel ich mich. Du bist jetzt sozusagen mein Vorendstück oder wie man auch immer zu der ganzen Geschichte der Seestadt. Und danke vielmals, dass du dir dafür Zeit nimmst. Ja, gerne. Ja, jetzt muss ich schauen, was war jetzt der Faden genau? Also 2000, bevor ich es vergesse, hast du persönlich noch Filme oder Bilder von früher, die du zur Verfügung stellen könntest, so wie der Kurt? Wahrscheinlich nicht. Nein, ich habe eigentlich kaum fotografiert. Was ich habe, sind ein paar Skizzen vom Johannes. Da habe ich ein oder zwei Handskizzen von ihm. Sonst habe ich, glaube ich, ich will dir alles Material, was du bereitstellen kannst und willst. Ja, das kann ich da abfotografieren einmal, ja. Weil ich habe ihn eh auch angeschrieben. Ich bin dann gespannt, ob und wie er antworten wird. Ja, ich habe jetzt auch schon länger mit ihm keinen Kontakt, also nur was die so über, aber nicht wirklich Kontakt gehabt, ja. Aber ich glaube, es geht ihm ganz gut, ja. Ja, der wird jetzt auch andere Themen haben. Für ihn ist wahrscheinlich, wobei auf der Facebook-Seite bei ihm sieht man im Hintergrund die Seestadt. Ja, es ist schon, also ich kann mich erinnern, wie er mal gesagt hat, und das, glaube ich, geht uns allen so, die mal irgendwie da involviert waren. Es ist natürlich schon, wenn man, er war dann länger nicht da und dann kam er wieder und hat gesagt, das ist so ein Wahnsinn, wenn man drüber fliegt und man sieht das, was man gezeichnet hat, gebaut, das ist so irre. Und ja, eben. Und ich bin jetzt mittendrin und ich kann jetzt 15 Jahre lang die Entstehung der Seestadt mitdokumentieren. Zuvorderst, ich sehe ja in alle Himmelsrichtungen, ich sehe auch nach Wien rein, ich sehe in den Norden, ich sehe in den Osten. Ja. Also, da geht mir das Herz auf und mit dem See sowieso vom Stadtteilmanagement. Der hat das dann ein bisschen gemanagt. Also sowieso auch das Stadtteilmanagement ist so ein geniales Konstrukt oder Institution. Also die schauen eben Nachbarschaft und Ideen und Austausch. Sowas kenne ich aus der Schweiz auch nicht. Also die ganze Idee und die Vision, die wird wirklich umgesetzt. Ja, das ist super. Und natürlich gibt es solche, die immer noch sagen, ja, aber es ist zu viel Beton. Warum macht ihr so viel Beton? So viel Versiegelung? Ja. Aber es geht nicht anders. Das hat, wie heißt da der Zuständige 3420 für den öffentlichen Raum? Das ist der Kastner, oder? Genau, Harald Kastner, genau. Der hat das eh schön erklärt, warum es so ist, wie es ist. Und es gibt ja viele Bäume, also ich denke, die tun eh alles Mögliche, was möglich ist. Aber das den Leuten dann begreiflich zu machen, ist eh schwierig, das wollen wir auch nicht. Ja, erstens einmal kann man es eh nicht allen recht machen, also ich glaube, dem muss man sich eh verabschieden. Und zweitens muss man sagen, natürlich macht die Seestadt und gibt es in der Seestadt genauso wie bei allen anderen Projekten Dinge, wo nicht alles richtig ist und wo halt auch was passiert ist. Und die starke Versiegelung ist natürlich, ich meine, das diskutieren wir jetzt seit ein, zwei Jahren. Und da werden wir natürlich auch alle gescheiter. Und ja, auch in der Seestadt ist nicht alles perfekt. Also das finde ich ist immer so ein Anspruch, den man einfach nicht gerecht werden will. Du weißt ja, wie die Menschen funktionieren. Es kann 99% super sein und dann wird um diesen 1% genau. Das ist überall so. Das ist nicht Genau. Also, dann ich war jetzt schon lange nicht mehr. Ich muss eh wieder mal kommen.
Ich glaube, das letzte Mal war ich beim Horo, beim Pre-Opening. Das war, glaube ich, das letzte Mal, dass ich war. Also letztes Jahr, da war ich auch, das ist ja auch wieder, das ist ja nur ein Beispiel in der Seestadt, dieses Ho-Ho Vienna, wie sie auf Englisch immer sagen. Da muss ich sowieso, genau, da habe ich ein Interview ausstehen seit 2 Jahren mit der Magdalena. Ja, eben, ich habe dann auch noch Burnouts gehabt und weiß ich der Teufel was. Nun, das Leben, ja, so wie das Leben halt ist oder sein kann. Hast du Aber vielleicht, ja, ja, bitte. hast du mir 2, 3, 4, 5 Anekdoten aus der Seestadt, die dir in den Sinn kommen vielleicht? Die Geschichte um den Hollerbusch kennst du schon? Die stand in den Medien. Genau, den will ich noch suchen. Den will ich Ja. mit dem Artikel noch suchen. Wie ist Ja. das für dich gewesen? Genau. Na, das war insofern lustig, weil, oder die geomantische Studie, das war ja Ja. überhaupt, finde ich, ganz witzig, weil wir haben damals den Masterplan gemacht und parallel dazu haben wir eine geomantische Studie mit der BOKU machen lassen. Und die sind dann irgendwie zeitgleich fertig geworden und das Lustige war, dass die total gut zusammengepasst. Ich kann mich nur damals erinnern, wie wir gesagt haben, na, irgendwas ist da jetzt komisch. Und unter anderem kam eben dieser Hollerbusch dann zum Vorschein. Und Holler ist ja so ein Zeichen für Energie und Bündelung der Energie. Und den haben wir immer gehütet und gepflegt. Und irgendwann haben wir festgestellt, dass ihn der Roman Koselsky umgeschnitten hat. Da waren dann alle ganz entrüstet. Das geht ja gar nicht. Er dürfte aber dann nicht. Wo ist der genau gestanden? Weißt du es noch? Ich kann, aber da fragst du den Roman, wo der gestanden ist. Ich weiß nicht, ob er am Baufeld, also das geomantische Zentrum, das weiß ich schon noch von dieser Studie, das war am Baufeld vom Campus der Religionen. Aha, ja, eben da drüben bei der U-Bahn. Und ich glaube aber, dass der Hollerbusch ein bisschen weiter östlich gestanden ist. Das ist das. Das wird man sicher im Google den Artikel noch irgendwo finden, ja. Ja, genau, das kann sein. Anekdoten, was habe ich noch für Anekdoten? Also wie muss man sich auch vielleicht vorstellen, Entschuldigung, überleg bitte, Ja, vielleicht nein. auch Lustiges. Was Lustiges. Also schwierig auf Kommando. Oder mit meinem Kurt. Dass da vielleicht mal, seid ihr betrunken rumgelaufen, oder? Ja, also da gibt es aber auch ein Bild dazu, von wo wir vom Hollerbusch stehen und wo es dann genau einen Schnaps gegeben hat. Da müsste es auch ein Foto dazu geben, mit dem Hollerbusch im Hintergrund. Da waren wir eine größere Runde. Ansonsten, na, kann ich mich irgendwie, also was Lustiges fällt mir, was mir nur einfällt, was irgendwie bei mir hängen geblieben ist, ist, dass ich mir gedacht habe, man kann wirklich aus jedem Thema auch eine positiv besetzte Geschichte machen. Ja. Also ich kann mich erinnern, wir hatten zu Ostern mal ein Fest, wo wir den Kanal hergezeigt haben. Und das Kanalrohr hat ja so, das ist ja so eine Tropfenform, das heißt, das hat so eine ähnliche Form wie ein Osterei. Das ist irgendwie, bei mir hat es ja auch eingeprägt, dass das so, ja, also du kannst das auch, weil sie eine gute Geschichte machen. Im Rohr, wo irgendwann einmal die Ja. Scheiße durchfließen wird. Sonst betrunkene Geschichten, lustig. Oder dass jemand aus dem Helikopter gestürzt ist, oder weil im See sind ja die Personen erst ertrunken nach einer Zeit. Gut, das ist nichts Lustiges. Na. Vielleicht von den Kränen, ne? Die waren 2014, Kranensee Kranensee, war. Ja, genau, das habe ich auch total gut gefunden und so passend zur Seestadt. Da waren ja da seine die Wiener Linien noch, ich meine, eh wie jetzt auch noch, nur jede zweite U-Bahn fährt nach Aspern. Und ich glaube, da haben sie ja total unterschätzt, was da an Personenvolumen in die Seestadt geströmt ist. Und da sind sie gleich wie immer quasi in der Aspernstraße stehen geblieben und haben gesagt, bitte alle aussteigen und auf die nächste U-Bahn warten. Und die Leute haben irgendwann dann gesagt, sie steigen sicher nicht aus.
und sie bleiben jetzt sitzen, bis sie in die mit der U-Bahn in die Seestadt gebracht werden. Und das hat auch funktioniert, weil so viel los war. Und da habe ich mir gedacht, ja, das ist irgendwie auch super, weil es so, wenn man so sieht, was wie mächtig die Masse irgendwie werden kann. Das war, finde ich, auch eine sehr nette Anekdote. Ja, das ist auch eine nette Anekdote, absolut. Du, wie muss man sich das vorstellen? Wie die Erarbeitung dieses Masterplans, wie geht das vonstatten? Kannst du da vielleicht, also wie oft man sich, wie trifft man sich eben am Brett, wo man was aufzeichnet? Oder wie, das wäre, denke ich, interessant. Wie geht das? Also begonnen hat es damit, dass wir uns wöchentlich die Vertreter der Grundstückseigentümer und die zuständigen Sachbearbeiter in der Stadt quasi, wir haben uns wöchentlich getroffen. Das heißt, wir haben uns einmal in der Woche in der Stadt Wien getroffen und haben uns jedes Wort dieser Masterplanausschreibung abgerungen. Du kannst dir nicht vorstellen, wie nervig das war. Ja, sicher. Aber es war am Ende des Tages so wichtig, dass wir das so gemacht haben, weil wir uns nachher gekannt haben, wir haben uns einschätzen können, wir haben gewusst, wem man was zumuten kann, wir haben gewusst, auf wen man sich wie verlassen kann. Und das ist eine Basis, die für die Seestadt total wichtig war. Das war mal das eine. So, dann ging irgendwann diese Ausschreibung raus. Dann gab es dann gab es die Jury-Sitzung. Da haben wir uns mit der Kammer schon verkracht, das war damals der Kurt, weil wir gesagt haben, wir machen keinen anonymen Wettbewerb, sondern wir wollen wissen, mit wem wir arbeiten die nächsten Jahre, und haben die Leute präsentieren lassen. Und ich war damals ja noch junges Mädel und bin quasi nur in der zweiten Reihe gesessen. Und kann mich erinnern, die Silvia Hofer ist neben mir gesessen, die ist beim Wohnfonds, jetzt immer noch, und damals eben auch auf Sachbearbeiterebene. Und der Johannes Torwart kommt rein und er ist ja ein fescher Mann und sie sagt zu mir, den nehmen wir. Und so kam es denn auch. Wie viele standen denn zur Auswahl? Ich glaube, es waren um die 10 oder sowas, oder waren es weniger, irgendwas zwischen 5 und 10, ja. Nein, die haben alle präsentiert, genau. Und ja, der Johannes hat es mit seiner irgendwie schwedischen Bescheidenheit dann das Rennen gemacht. Da sind wir irrsinnig angefeindet worden für den Masterplan. Also wir haben auch einen Kardinalfehler gemacht damals. Es war damals generell nur Zeit, wo, finde ich, sehr wenig konstruktiv auf städtebaulicher Ebene diskutiert worden ist. Es war eher so die Stimmung, da gibt es ein Bild und einen Entwurf und der wird in der Luft zerrissen. Also die Architekten waren ganz schwierig, finde ich, zu der Zeit. Und so ist es uns auch ergangen. Und wir haben den Kardinalfehler gemacht, dass wir in der Erarbeitung sehr detailliert waren. Es gibt viele Stimmen, die sagen, war zu detailliert, und schon sehr konkrete Bilder gemalt haben, die nie so gemeint waren. Also dieser viel berühmte illustrative Masterplan, und der war nie so gemeint, der war wirklich so aufgezeichnet, schon, wo man einzelne Häuser wahrnehmen konnte. Und der war aber nie so gemeint, dass es genauso sein muss, sondern der war gemeint im Sinne, so könnte es sein. Und Architekten haben aber ja andere Formen der Wahrnehmung. Tun sich ja, also lesen ja keinen Text, wie ich mittlerweile weiß, sondern lesen nur Bilder. Und die haben dieses Bild gesehen und haben sich gedacht, Alter, was ist mit denen? Das ist quasi nicht geometrisch, es ist quasi so an die Gründerzeit wieder angelehnt, es ist so altmodisch, es ist diese Ringstraße, das heißt, man bietet sich dann das klassische Wien an. Und haben uns extrem angefeindet für das Ding, und wir sind wirklich bei jeder Diskussion sind wir echt niedergemacht worden, und dass das ja so eine Chance ist. Und der Johannes Torwart war dann irgendwann so weit, dass er gesagt hat, er kommt nie wieder zu einer Diskussion mit Wiener Architekten, und er ist eh ein Geduldiger. Ja, und das haben wir aber irgendwie durchgestanden und haben vielleicht auch deswegen nochmal diesen Zugang der Plattform. Also für mich war immer die Wien 3420, war immer das Wichtigste, dass wir das nicht nur als Entwicklungsgesellschaft verstehen, sondern dass wir uns als Plattform verstehen, dass wir die Verantwortung haben und dass wir uns auch dessen bewusst sind,
dass wir die Verantwortung haben, dass aus der Sehst etwas Gescheites wird, dass wir aber nicht alleine die Antworten dafür haben. Und da hat es dann eben in der Nachfolgebearbeitung zum Masterplan gibt es ja dann unzählige Fragen. Das geht ja über die technische Infrastruktur, über den Grünraum, über das Klima, über die Energie, über die Stellplätze, wie organisiert man das, über die Vorgaben für die einzelnen Objekte etc. etc. In so viele Thematiken. Wir mussten dann auch ja eine Umweltverträglichkeitsprüfung für den Städtebau machen, wo dann der ganze Umweltschutz, Naturschutz und bla 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 nochmal dazukommt. Und was wir da, finde ich, als gescheites Instrument gehabt haben, waren die sogenannten City Labs. Also immer, wenn wir ein Thema hatten, wo wir nicht weiter wussten, haben wir eine Runde an internationalen und nationalen Experten eingeladen und mit denen über das Thema diskutiert. Und sind eigentlich immer schlauer rausgegangen, als wir reingegangen sind in diese City Labs und haben sozusagen dann den nächsten Step auch machen können. Wichtig bei dem Ganzen ist immer ganz eng mit der Stadt arbeiten, weil es bringt nichts, da irgendwie was versuchen vorbeizuschippern. Und wichtig ist auch zu verstehen, dass so ein großes Projekt für die Politik wichtig ist. Insbesondere die Erfolge des Projektes sind für die Politik wichtig. Das heißt, es war immer ganz klar, die Erfolge gehören der Politik, die Misserfolge gehören uns. Das war irgendwie so das nicht ausgesprochene Arbeitsteilung und wir machen die Arbeit. Aber ich denke mal, das ist so und ja, das ist halt das, was die Akteure in dem Umfang so brauchen. Ja, und dann ist es halt auch nicht immer so, dass man sagt, es ist jetzt was entschieden und jetzt tun wir weiter. Also ich kann mich erinnern zum Thema Stellplätze. Weiß ich noch, dass ich am Anfang, also der Bernd Riesland war einer, der damals schon gesagt hat, machen wir Sammelgaragen unter den Baufeldern. Und ich habe damals noch gesagt, nein Bernd, das können wir nicht machen, der Markt kennt das nicht, der nimmt das nicht auf. Wir haben eh so eine schlechte Lage, da müssen wir echt aufpassen. Und dann war schon alles durchgeplant eigentlich und dann war ich in Alpbach und habe dort meinen alten Professor, den Hermann Knoflacher, wieder getroffen, der ja immer predigt quasi Äquidistanz zwischen öffentlichem Verkehr und motorisierten Individualverkehr und bin dann heimgekommen und habe dann gesagt, so, wir drehen also, wir machen Sammelgaragen. Es geht nicht, dass wir mit einem Konzept quasi von gestern in die Zukunft gehen. Und ich glaube, das hat uns auch, und das haben wir immer wieder halt da und dort einmal gemacht, das hat natürlich auch Irritationen ausgelöst. Die in der Stadt haben sich manchmal gedacht, hey, ich meine, jetzt machen sie schon wieder was anderes. Jetzt haben wir uns ausgemacht, wir machen es so und jetzt kommen sie daher und wir machen es schon wieder anders. Das hat natürlich auch genervt, das Umfeld bis zu einem gewissen Grad, aber ja, am Ende des Tages, glaube ich, war es schon gescheit, dass man es... Ja, absolut. Gut, dann wieder mal eine Frage. Wie ist das im Kontext eben von der EU-Förderung zu sehen? Wie ist das zustande gekommen? Das habe ich nie ganz verstanden. Dass die Seestadt auch von der EU gefördert wird? Keine Ahnung, steht überall drauf. Das ist, glaube ich, auf der Ebene von einzelnen Projekten. Also insgesamt gibt es das, also auf Ebene der Unternehmensebene wüsste ich nicht, dass EU gefördert ist, aber natürlich, wenn es einzelne Projekte gibt, dann nimmt man da Förderungen in Anspruch. Aber das ist nicht anders wie überall sonst, glaube ich. Und seit wann kam dann der Aspenbeirat als Institution hinzu? Ja, den haben wir heiß diskutiert, damals im Aufsichtsrat. Wann kann ich nicht mehr genau sagen, aber eigentlich von Beginn an. Also ich weiß, wir haben viel darüber diskutiert, wie geben wir die Liegenschaften her. Und es war uns klar, dass der Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung und des Übergangs der Liegenschaft ein ganz wichtiger ist. Und weil bis dahin haben wir Einfluss und dann nicht mehr. Und insofern haben wir uns dann Hamburg angeschaut, wir haben uns überhaupt einige Projekte immer angeschaut und Hamburg war da einfach die Hafenküste ein großes Vorbild, weil die sehr selbstbewusst und selbstverständlich gesagt haben, na, bevor du irgendwas kriegst von uns, legst du uns einmal ein Projekt her und dann sagen wir da, ob uns das gefällt und dann kriegst du da die Liegenschaft oder eben nicht. Und auch da haben wir gesagt, na puh, und trauen wir uns das zu und können wir das so machen und haben uns dann eben nicht ganz so drüber traut, weil wir gesagt haben, wir sind halt nicht zentrumsnah in Hamburg.
und haben gesagt, aber trotzdem wollen wir eine Form von Begleitung haben. Und eben dieser Zugang zu sagen, wir alleine sind nicht die alleinigen Experten, sondern es gibt viele, die da mehr wissen wie wir, hat uns dann bewogen, diesen Beirat zu machen. Der erste war schon gut, der zweite war mir eigentlich auf dem zweiten Beirat, war ich wahnsinnig stolz, weil der so richtig super funktioniert hat. Da haben wir wirklich dann die Leute vorher ausgewählt und haben quasi Bewerbungsgespräche geführt mit ihnen. Die Christa Reichert sagt das immer noch, und da musste ich ja dann mit ihr ein Bewerbungsgespräch führen und haben geschaut, dass sie gut zusammenpassen irgendwie. Und wichtig war immer bei dem Beirat einfach so die Philosophie. Also Wien hat ja sehr viele Beiräte, und was wir nicht wollten, ist noch einen weiteren Beirat irgendwie in diese Landschaft setzen, der die Kunden dann noch einmal verwirrt. Also was irgendwie immer wichtig war, mir wichtig war bei der Beiratsfunktion, ist, ich wollte mich nie hinter dem Beirat verstecken. Also ich wollte immer, dass der Vorstand entscheidet über den Grundstücksverkauf, ja oder nein, natürlich entsprechend mit dem Aussichtsrat dahinter. Aber es gibt jemanden, der mir mit Rat und Tat zur Seite steht. Ich diskutiere mit dem auch unterschiedliche Auffassungen aus. Wenn ich am Ende des Tages und am Ende dieser Diskussion immer noch unterschiedlicher Meinung wie mein Beirat bin, dann ist es so. Und dann muss ich das auch aushalten. Aber ich bin sozusagen, ich habe viele Argumente gehört und ich bin gescheitert und ich habe unterschiedliche Sichtweisen eingenommen. Das heißt, der Beirat war wirklich für mich immer wirklich ein Instrument, wo wir Rat holen konnten, aber nicht, wo wir eine unbequeme Entscheidung abdelegieren wollten. Das wollte ich nie haben. Und das ist ja ein bisschen die Wiener Tradition. Genau, und das Zweite, was mir immer wichtig war, ist, egal, also der Wohnbau ist es ja gewohnt, insbesondere der Geförderte, mit Beiräten umzugehen und sich um Liegenschaften zu bewerben. Aber wir haben immer gesagt, die Seestadt ist für uns, das ist unser Diamant, und wenn wir davon ein Stück hergeben, dann wollen wir wissen, dass es in gute Hände kommt, und daher ist es nicht unverschämt, auch die Gewerbebetriebe zu fragen, was macht ihr dort, was habt ihr vor, welchen Beitrag leistet ihr für das Gesamtprojekt? Und das, glaube ich, ist auch etwas, eben, was man mit der Seestadt eingeführt hat, zu sagen, da geht es nicht nur um den Wohnbau, sondern da geht es wirklich um, jeder leistet seinen Beitrag für die Stadt. Und es ist auch nicht legitim, dass sich Unternehmen aus dem Stadtbild da so rausnehmen. Und ich habe es jetzt auch in der Seestadt nicht erlebt, dass das ein großer Konfliktpunkt wäre. Unternehmen wollen eh auch was Sinnvolles und Schönes für ihr Unternehmen umsetzen. Aber sie wären oft weniger aufgefordert, das zu tun und darüber nachzudenken, was um sie rundherum halt auch passiert. Übrigens, wo sitzt du? In welchem Bezirk? Was sieht man da im Hintergrund? Nein, das ist ja nur ein Stockfoto. Ich sitze hier im Wohnzimmer. Ich bin Bewohnerin im Kabelwerk. Kabelwerk, keine Ahnung, wo das ist, aber... Ja, das ist ein Stadtentwicklungsgebiet, das ist ein bisschen älter, sieht man auch bei den Erdgeschosszonen, und so sieht man, dass es älter ist, aber es ist auch durchaus gut gelungen und ist ein Leben wie im Dorf. Also auch wir kennen uns untereinander und gehen mit dem Bademantel leider nicht zum See, sondern nur zum Pool. Ja, Wasser, Hauptsache Wasser. Ja, genau. Was sagst du oder wie hast du die, wie nennt man das, beim Masterplan haben ja auch andere Bewohner anliegender Regionen, wie an den alten Schatten. Oder wo auch immer. Wie hast du die erlebt? Ich habe das Gefühl gehabt, dass das ein gutes, dass das gut war, so wie es gemacht wurde, nämlich dass es diese Bürgervertreter gab von den drei Siedlungen. Ja. Die waren durchaus unterschiedlich. Also da hat es den Herrn Haas gegeben, der ja zurückhaltend war, den Herrn Pollack, der weniger zurückhaltend war, und die von den Grünen, die Frau, weiß ich nicht mehr. Insgesamt habe ich es gut gefunden, sie auf diese Art und Weise mit einzubinden. Die waren bei den Planungssitzungen dabei, konnten ihre Stimmen noch abgeben. Das hat eigentlich super funktioniert.
Ich habe das jetzt natürlich absichtlich gefragt, weil ich eine gute Connection zum Wolfgang habe, zum Wolfgang Pollack. Und wie er mit seiner Burgi da, also die haben ja ständig Themen, auch in der Siedlung, die machen ja fast kaputt, aber das müssen die ja selber wissen. Ich finde sie toll und mittlerweile würde ich fast sagen, sind wir fast wahrscheinlich Freunde geworden, weil die setzt sich ja immer noch ein. Er hat mir zum Beispiel erzählt, er hat sich auch für die, wie soll die U2 gebaut werden, weil es da eine andere Linienführung anscheinend gegeben hat. Dann wollte er auch, dass die Stadtstraße nicht so gebaut wird, wie sie jetzt gebaut wird. Da hat er auch Vorschläge gemacht, wo es eigentlich gescheiter wäre. Und also ich finde den genial. Natürlich ist er vielleicht aggressiv kann man gar nicht sagen. Natürlich, ja, Na, weil. aggressiv finde ich ist er nicht, aber er ist halt einer, der sein schon was von seinen Dingen bewegen möchte. Ja, und anscheinend hat es auch gewirkt, wie viel auch immer. Also. Anscheinend kann man als Einzelperson auch noch was bewegen. Mir ist das nur kurz eine Anekdote von mir nicht geglückt. T-Base, sagt ihr das was? Die T-Base? Ja, oh ja, das sagt man schon was, aber hilft mir ein bisschen. United Creations hat begonnen mit Sprungbrett Aspern, Ja. mit dem Dani Aschwanden, das ist ja auch ein Schweizer. Ah, ja, genau. Jetzt, genau. Da Daniel, geht ja. er auf dem Rollfeld und ich sehe da ja eben, ich sehe ja überall hin. Und ich sehe da direkt auf dieses Feld, also wo eben die T-Base war, Transition Base, Jena hat sie dann Ja, aus, genau, dann mit Transition Base, Marek, mit dem habe ich geredet. ja, mit dem, wie hat das geheißen, Tunnelhaus, Kettenlinienhaus, Kettenlinien und dann gab es. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe ein bisschen, glaube ich, das Management dann von 3420 aufgewirbelt, weil ich habe eine Petition gestartet zur Erhaltung dieses. Aber also da war mir, glaube ich, auch der Kurt ein bisschen böse, weil ich ihn gebeten habe, diese Petition zu unterschreiben. Das Na, geht. ich hab die schon noch mal in meiner Ära noch mal verteidigt, weil da gab es recht früh schon die Stimmen zu sagen, weg damit. Und ich kann mich schon erinnern, dass ich noch mal den zweiten Vertrag, glaube ich, mit einer abgeschlossen habe, wo ich schon gesagt habe, ja, geben wir einer noch mal eine Chance und das könnte eine gute Ergänzung sein. Und da hat er. Lustig, jetzt schreibt mir gerade der Oliver Schulz eine E-Mail. Das ist auch einer der frühen Seestädter Planer im Du, Bund. vielleicht können wir mal einen ehemaligen Treffen machen. Ja, das wäre super. Das wäre genial. Gut. Nein, aber ich finde, am Ende des Tages finde ich, hätte es da schon einen Charme gegeben mit der Transition Base, aber man muss dann schon sagen, dass sie es eigentlich nicht am Boden gebracht haben, was sie halt immer versprochen und an Ideen hatten. Zumindest in unserer Wahrnehmung dann so. Und Ja, zumindest in unserer Wahrnehmung dann so. Und da muss man die irgendwas. Helden natürlich, weil da waren so viele unterschiedliche Ideen. Hattest du die Machbarkeitsstudie mal noch gesehen, die der David Marek hauptsächlich auch mitgetragen hat, wo es ja darum Ja, ich habe. ging, diesen grünen Bereich da zur Johann Kutschera weiterzuziehen mit Wasser und so, das wäre ja genial gewesen. Also so wie die Seeverlängerung einfach Richtung. Ne, die war im ursprünglichen Konzept, war die sogar drinnen. Da war Wow. entlang, da hat es einen Wasserarm entlang vom Jela-Herzka-Park gegeben. Wow. Das haben wir nur fallen gelassen, weil wir das Problem hatten, dass das Grundwasser so weit unten ist. Und das heißt, wir hätten einen ziemlichen Schacht gehabt oder wir hätten es hochpumpen müssen. Und da haben wir gesagt, na, das steht irgendwie nicht dafür. Und darum ist es Klar, weg. ja, na klar. Eben, ich habe dann die Petition gestartet und da, ich glaube, ein So. Nachfolger. Also den Alexander Gerhard, wie heißt der Der danach mit, Heinrich, der ja, Heinrich. der ist ja für die T-Base zuständig. Der hat mich dann mal persönlich zur Hand genommen und gesagt, Jörg, bitte hör damit auf. Also da habe ich es vielleicht ein bisschen übertrieben, aber meine Güte, man darf sich ja noch für was einsetzen. Ja, Das genau. haben etwa 330 Leute haben das unterschrieben, inklusive dem Rätselpolizisten Bernhard Janko. Na bitte. Nichts gewirkt, dann kam der Joe, der SPÖ-Chef da, was ist denn mit der Club-Chef? Und der hat dann gesagt, Jörg, nein, das wird nichts. Das Ja.
war zu spät, weil dann kam die Flächenwidmungsplanung und also kurz von meiner Seite, dass du siehst, dass ich auch ein sehr aktiver Seestädter bin. Wir kümmern, also wir helfen auch, wir gehen auch den See reinigen, bla bla bla. Gut. Also die Idee nehmen wir auf, dass wir irgendwann, wenn Corona mal das wäre echt super. Dann machen wir ein Treffen irgendwo, vielleicht steht die Ariana ja dann bis da, also eh drum. Also die vielen Sachen, die noch kommen werden in der Seestadt. Ja, das wäre fein. Gut. Das wäre schön. Dann haben wir jetzt den Wolfgang auch gehabt, genau. Dann gab es ja noch den Gestank in der Seestadt. Hast du das noch ein bisschen mitbekommen? Ja, aber nur mehr vom Rande, genau. Was war denn das dann schlussendlich? Da gab es eine Facebook-Gruppe, da war ich auch mit dabei. Das hat ja dann einer betrieben, der generell anscheinend in der Stadt Wien nicht so gut hat. Also es wurde, glaube ich, auch ein bisschen aufgebauscht. Aber was es war, ob es jetzt von den Opelwerken kam oder ob es von viel weiter war, das wüsste ich gar nicht mehr. Ich glaube, es gibt einen Artikel. Also es hat ist es jetzt weg? Oder? Das ist weg. Aha, na super. Jetzt ist nur noch der Gestank von der Baustelle und das ist ja kein Gestank. Gut, also dann hätten wir jetzt Beirat, dann die Partitur des öffentlichen Raums. Ja, genau. Das Dokument habe ich auch. Ich hoffe, ich habe mal die Zeit, es durchzulesen. Also wer kommt auf so eine geniale Idee, zu vielen Themen so ein Riesendokument zu machen? Das braucht ja Zeit. Und ja, also die Idee in dem Fall, glaube ich, kommt von Michael Rosenberger, wenn ich mich richtig erinnere. Und das Lustige daran war, dass wir die Stadt überreden mussten, sowas zu machen. Also ich kann mich erinnern, wir waren damals bei der EMA 19 und haben gesagt, öffentlicher Raum ist wichtig und wir müssen sowas tun, wir müssen da Qualitätsvergaben machen. Und die haben gesagt, wir haben schon so oft probiert, lasst uns damit bitte in Ruhe. Und was ist jetzt los? Jetzt kommen wir als Developer und wollen was für Qualität machen und schicken uns heim. Und haben uns nicht beirren lassen. Genau, und haben dann mit der Stadt gemeinsam, glaube ich, wenn ich mich erinnere, das ausgeschrieben. Das haben dann die GEL-Architekten gewonnen. Ja, und ist dann halt eine Entwicklung geworden. Ich kann mich schon erinnern, dass es dann, wie wir dann in die Straßenplanung für die Ringstraße gegangen sind, haben wir schon Probleme gehabt, dass das Dokument noch sehr theoretisch ist, dass es eigentlich nur eine Brücke brauchen würde zwischen dem quasi theoretischen Dokument und der konkreten Planung. Also das war dann irgendwie nicht ganz so einfach. Aber macht nichts. Wir haben es gemacht und haben gelernt. Haben auch gelernt, dass man Straßenplanungen, das war dann ein Standard, den ich eingeführt habe, gesagt habe, wir machen, wenn wir Planungen machen, machen wir das nie nur mit einem Verkehrsplaner, sondern mit einem Landschaftsplaner dabei oder Planerin. Genau, und so haben wir uns halt Schritt um Schritt vorgekämpft. Was mir jetzt natürlich in den Sinn kommt, das hätte ich ja ganz zu Anfang anfragen müssen, die Geschichten rund um den See, wie ist das entstanden? Weil am Anfang durfte man ja auch nicht schwimmen gehen, da oben bei Oppen Nord steht immer noch dieses Dings, wo drin steht, man darf nicht baden gehen. Ja, nein, man darf schon baden gehen, aber es gibt eine Mengenbeschränkung, die niemanden interessiert. Ja, also, eben, und anscheinend hat auch die Dani Aschwand, und das, ich weiß jetzt nicht mehr genau, war da auch ein bisschen involviert in irgendein, die Jungs, wie sie geheißen haben, oder eben Sprung bei den Alpen. Was ist da die Connection? Oder eben die Entstehung des Sees? Was kannst du sagen? Ich glaube, der See war schon in der Ausschreibung drinnen, wenn ich mich richtig erinnere. Der war dann auch im Konzept vom Johannes drinnen und dann war der See eigentlich auch ökonomisch eine super Geschichte, weil er kaum was gekostet hat. Dadurch, dass wir dort viel Schotter haben und den Schotter dann ja auch für Straßenbau und Betonmischanlage verwenden konnten
und quasi auch verkauft haben. Jetzt war der See eigentlich ziemlich billig. Der See war immer, ist immer diskutiert worden, ist er zu groß, also zu klein ist nie diskutiert, zu groß ist nie diskutiert worden, aber ist er zu klein? Das ist, glaube ich, nach wie vor eine Diskussion, die es gibt. Und das Zweite ist eben, darf man schwimmen oder darf man nicht schwimmen? Und da war, glaube ich, einfach die Behörde ein bisschen vorsichtig. Dadurch, dass es ein Grundwasserkörper ist, haben sie, glaube ich, einfach einmal am Anfang ein bisschen die Handbremse angezogen und haben gesagt, na, da geht gar nichts, und haben sich dann halt Schritt um Schritt vorgewagt, und geendet sind wir dann mit der Aussage, dass es eine Mengenbeschränkung gibt, die aber niemand überprüft. Mit weiß ich nicht, wie viele Personen im Jahr das dort baden dürfen. Also über 3000, also knapp 3000, weil die Frage habe ich dann mal gestellt bei so einem Durchgang. Also an einem Tag dürfen maximal an einem Tag 3000 Leute rein, und das wirst du nie und nimmer haben. Ja, genau. Aber es war so, dass es eigentlich nie geplant hat, dass es gar nicht als Badesee gedacht war, sondern mehr als irgendein. Ja, eben, da haben wir halt Wasser und es soll schön ausschauen, aber nicht zum Baden. Es war nie als Bad, mit Badeeinrichtung war es nie gedacht, aber es war schon Philosophie immer gedacht, wann da wer reingehen, wie soll er bitte reingehen können? Ah, ja, doch. Also gleiches Recht, was die, das Recht, das die Hunde haben, das wollten wir schon, dass das Recht die Menschen auch haben. Ah, da wird auch das Hundethema, kannst du vorstellen, wie wahrscheinlich. Ja. Ich habe bei meinem Interview mit dem Bernhard Janku, das war eins meiner ersten Interviews, habe ich ihn dann auch gefragt, eben, was macht man da mit den Hunden? Respektive die Hunde sind ja nicht das Problem, sondern die Hundehalter. Ja. Ja. Sie gehen auch heute immer noch rein, aber es ist viel besser, weil manchmal gehe ich dann direkt, gehe sie ansprechen und sage, du, da ist eigentlich, eben, es gibt ja spezielle Hundezone. Ja, Hundezone, genau. Ja. Das hat das gehört dazu, und das haben wir uns mittlerweile gewohnt. Ah, das letzte Thema, bevor es dann zu Ende ist, Thema Kultur und Kunst. Ja. Das kommt ein bisschen zu kurz. C-Lab, Jan und wie sie alle heißen. Was meinst du zum Thema Kunst und Kultur mit der Fabrik in der Seestadt? Das ist ja das einzige Kulturgebäude, das wir haben. Ja, also war das nie ein großes Thema beim Entstehen der Seestadt? Doch, es war schon immer ein Thema. Aber also da gab es einerseits immer die Diskussion, was ist denn Kultur überhaupt? Und ist es die Hochkultur oder ist es nicht eine andere Form von Kultur? Also für mich das schönste Beispiel ist ja dieses Stationentheater. Das finde ich so super mit den Straßennamen und dort quasi die Szenen aus diesem Frauenleben nachzuspielen, das ist für mich echt, echt, echt ein gelungenes Beispiel für Kultur. Also es gibt schon mehr wie die Fabrik. Aber genau, ja, das ist erst später gekommen. Ich kenne auch die Vanessa gefragt, ob ich mitspielen darf. Das war dann leider nicht möglich. Ich hätte gerne eine Rolle übernommen. Wir haben wir keine Schweizerin. Die waren ja super, unwahrscheinlich, das gemacht haben. Ja, nein, also da bin ich ein Riesenfan davon, das finde ich so schön. Aber natürlich immer, aber ich glaube, es war von großer Unbeholfenheit gepaart. Es war die MA7 hat sie am Anfang, oder die Stadt hat sie dafür nicht interessiert, und in Wahrheit auch viele Kulturschaffende nicht, weil quasi das war in der Pampa. Da gab es ein irrsinnig schönes Stück einmal vom Hupsi Kramer, Warten auf Godot. Das war so schön, weil da war die Rollbahn noch da und die Stühle sind auf der Rollbahn gestanden und sie haben im Feld gespielt. Also das war irrsinnig poetisch. Aber ich glaube, insgesamt von großer Unbeholfenheit geprägt, was ich gelernt habe, ich persönlich, ist, dass ich es total und nach wie vor total schwierig finde, als jemand, der in der Stadtplanung und Immobilienwirtschaft tätig ist, die Kultur einzubinden. Und zwar aus dem Grund, weil die Kultur so, also
fast ähnlich mafiös organisiert ist wie die Immobilienwirtschaft. Also du hast das Gefühl, also was ich immer gern gehabt hätte, ist sozusagen mit der Fabrik und auch mit dem, was wir mit Daniel gemacht haben, mit dem Dada X. Publik. Dada X, läuft dir den Namen. Ja. Dass wir sozusagen offen sind für alle Künstler, weil quasi wir haben uns als offene Stadt verstanden und es wäre schön gewesen, wenn quasi jeder Künstler bei uns andocken hätte können. Und das hat aber nicht funktioniert, weil wenn du sozusagen Künstler mit hineinholst, die dir mit dir irgendwie eine Form der Kuratierung machen und du musst da irgendwelche Künstler mit hineinholen, weil du das selber ja nicht verstehst, dann hast du damit automatisch so viele andere Künstler ausgeschlossen, weil die in einem anderen Kanal sind und in einer anderen Sphäre sind. Und das habe ich immer total, also das finde ich nach wie vor total schwer. Aus der Stadtplanung in eine Breite zu kommen und gleichzeitig halt irgendwie schon ein Budget dafür zu haben, aber halt auch keine, also auch keine, und was man da auch sagen muss und dann auch, das, mit dem ist man schon auch konfrontiert als Immobilienmensch, dass die Kultur, dass viele Kulturleute dann immer das Geld sehen, was, und ja, beim Immobiliengeschäft geht es um viel Geld, aber ich meine, die Millionen liegen jetzt auch nicht auf der Straße und da hat man oft ein bisschen den Eindruck, da wird man auch vielleicht oft ein bisschen mehr geschröpft oder gemolken, als das vielleicht irgendwie notwendig ist. Und das, finde ich, macht die Beziehung so schwierig. Also das finde ich nach wie vor echt eine schwierige Kombination. Kultur und also Kunst sowieso. Wir hatten ja die Notgalerie und. Also ja. Wir hatten viel Kultur in der Seestadt, ist ja nicht so. Aber Räumlichkeiten, da gibt es eigentlich bis anhin nur die Fabrik. Ja. Die haben dann nachts Disco gemacht, dass man nicht schlafen konnte. Das war dann das nächste Thema, wo ich mich dann, weil ich selber betroffen war, beschweren musste. Ja. Halte die Seestadt sowieso überall hoch, weil es für mich persönlich ein geniales Projekt ist und super. Das ist eine Punktlandung. 13:59 Uhr, es war so schön. Wir könnten stundenlang. Ja, also ich finde auch, wir müssen auf jeden Fall, wenn irgendwie wieder die Rahmenbedingungen normal sind, dann würde ich mich freuen, wenn wir mal in der Seestadt auf einen Kaffee gehen oder so. Und dann schauen wir, dass alle Protagonisten, die es gegeben hat und gibt, ja, das wäre... Genau. Und dann kommen auch die Anekdoten, wenn wir zusammensitzen.